Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass Sie heute am sonnigen Tag live dabei sind und dass Thorsten natürlich auch dabei ist, obwohl er aktuell technisches Problem hat. Hoffentlich hält das alles. Wir werden sehen. Drücken die Daumen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns den Risikohinweis kurz anschauen, denn ja, wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Auch wenn der Thorsten vielleicht den einen oder anderen Trade heute zeigt, am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Hoffentlich wissen Sie das und wenn nicht, dann wissen Sie es jetzt. Gut, dann lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, wir machen das mal so rum. So. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen an die Lästermäuler da draußen. Hat er doch nie technische Probleme? Ja, genau. Hat er doch nie technische Probleme? Von wegen sonniges Deutschland. Okay, dann genießt ihr mal das sonnige Deutschland. Wir sind in Mittelfinnland gelandet, im Süden von Finnland gelandet, ungefähr 150 Kilometer nördlich von Helsinki. Ich hatte echt technische Probleme. Oh, wie man gerade sieht. Meine ganze Vorbereitung gemacht, alles fertig gemacht, habe gesagt, so die letzte Viertelstunde nehme ich noch Zeit, ein paar Bilder irgendwie zu machen hier. Und was passiert? Der Stereo-Trader friert ein. Nee, der Metatrader hier friert ein, muss das ganze Ding neu machen. Der Metatrader einmal neu gestartet. Und danach fehlte auch überall der Stereo-Trader. Meine Analysen waren weg. Okay, die hier scheint jetzt noch zu halten und die musste ich jetzt alle schnell neu machen, damit ihr auch wisst, wovon wir reden. So, und jetzt fehlt aber immer noch eine. Wo ist sie? Weg. Okay, dann machen wir das gleich gemeinsam. Ist ja jetzt nicht so wild, wo ich sie eben gezeichnet habe. Da ist sie. Okay. Alles klar. Das Nötigste ist zur Not erstmal da. Ich weiß allerdings nicht, wo dran es lag. Hatte gestern Abend schon ein bisschen was vorbereitet. Dann komme ich heute Morgen hier an meinen Rechner. Dann hat auf meinem Server hat der Server neu gestartet. Dann gesagt, Scheiße, super. Startest du die Plattform neu? Und dann geht das Theater los. Aber das ist eben Technik und IT. Also, wir sind gestern mit der Fähre übergesetzt von Tallinn nach Finnland, nach Helsinki, haben uns dann nachmittags durch Helsinki gefressen. Ich wage mal zu behaupten, ich bin nicht der schlechteste Fahrer. Mir macht das Fahren auch mit so einer großen Karre recht viel Spaß. Helsinki hat gestern keinen Spaß gemacht. Enge Straßen, voll mit Baustellen und die Finnen fahren wie die Henker. Zum Teil. Das ist, je mehr man vom Land in die Stadt kommt, ist uns aufgefallen, desto schlimmer ist der Fahrstil. Wir sind vorher 2 Wochen oder 1,5 Wochen durch Estland gefahren. Es war dort alles entspannt, alle sachte, alle vorsichtig, kaum Verkehr und kaum kommt man in die Großstadt, so wie in Tallinn, dann wird es heftig und die Jungs, die heizen wie die Blöden. Naja, und so war es gestern dann in Helsinki auch. Nachdem wir dann nass geschwitzt durch Helsinki gefahren sind, hatten wir dann die Autobahn oder die Fernverkehrsstraße vor uns Richtung Heinola. Heinola. Zu Heinola fällt mir eine Geschichte ein, weil diesen Platz haben wir schon mal besucht im Juli
2017. Wer kann sich, ja, es haben alle tun. Ja, du bist gut zu hören. Ja. Der Günther hat geschrieben, er hat keinen Ton. Und daher niemand aufpasst von den begleitenden Personen, was hier so im Chat geschrieben wird, muss der Chef ja alles alleine machen. Das ist in jeder normalen Firma so, ne? Ist notiert. Okay. Lutz, 0-1 fehlt. Hi Nola, wer kann sich erinnern, was uns in Hainola oder woran uns Hainola erinnert? Juli 2000 und stimmt nicht, Juli 2015 war das, nicht Juli 2017, Juli 2015, schon 5 Jahre her. Juli 2015. Jemand noch eine Ahnung? Da gab es noch keine Nachschusspflicht. Juli 2015 hatten wir den, ich will nicht sagen den Griechenland-Konflikt, sondern 2015 im Sommer hatten wir die Entscheidung der EU, ob Griechenland aus der EU fliegt, also dass wir Griechenland pleite gehen lassen oder ob wir Griechenland mit Milliarden stützen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt damals, kurz vorher, bevor wir losgefahren sind, hatten wir ein Seminar. Und im Seminar haben wir auf einem 10.000-Euro-Konto gemeinsam eine Position eröffnet, das Abschluss von dem Seminar. Diese habe ich dann pyramidisiert und wir sind mit 10.000 Euro gestartet. Als wir hier in Finnland angekommen sind, Anfang Juli, hatte ich einen Kontostand von 17.400. Ich war total happy, wollte dann am Freitagabend vor der Griechenland-Kiste die Position schließen und habe genau um 22.13 Uhr, als ich auf den Knopf drücken wollte, da hatte ich noch kein VPS, dort habe ich per Teamio auf meinen Rechner zu Hause zugegriffen und genau als ich die Position schließen wollte mit 40 Dachse hatte ich dort platziert, long, die Position wollte ich schließen und genau in dem Augenblick bricht kurz meine Internetverbindung weg und ich kriegte die Position nicht geschlossen. Als ich dann per TeamView die Verbindung wieder aufgebaut hatte, war es 22.17 Uhr und die Position ist am Wochenende im Markt geblieben. Wer kann sich erinnern, wie der Markt da eröffnet hat? Ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber es war gleich Anfang Juli. Hat jemand noch eine Ahnung? Hey, woher weißt du das? Ja, der Fischkopf weiß es, das war klar, wir kannten uns da schon. Richtig, wir hatten einen Downgap von 500 Punkten. Das heißt, ich hatte einen Kontostand von 17.000 vorher und einen Kontostand von minus 3.800 hinterher. Und ja, aus YouTube kennt er die. Super. Ja, da siehst du, das Video findet man sogar noch auf YouTube. Da gab es noch die Nachschusspflicht. Und dann rief mein Broker damals am Montagmorgen bei mir an und brachte mir die freudige Mitteilung, Helbi, wenn Sie weiterhandeln wollen, schicken Sie Geld. Das heißt, die 17 Scheine waren weg und ich durfte 4.000 nachschießen, um weiter handeln zu können. Also glücklich alle die, die heutzutage keine Nachschusspflicht haben und diese Verantwortung an den Broker geben können, weil das würde heute nicht mehr passieren. Ich kenne das Gefühl noch zu gut, wie ich das ganze Wochenende von Freitagabend bis Montag früh hier rumgerannt bin wie ein Tiger im Käfig
und gehofft habe, auch wenn das für die Griechen nicht gut gewesen wäre, dass die Griechen rausfliegen und wir mit einem Abfahrtgap öffnen, aber es war eben anders und diesen Ort, den musste ich einfach nochmal besuchen. Nur so viel dazu, dass erstmal schwelge ich gerne mal in solchen alten Erinnerungen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich solche Geschichten gerne erzähle, um jeden ans Herz zu legen. Passt auf, sichert eure Position entsprechend ab. Übers Wochenende sind sie nicht abzusichern. Und deswegen ist es auch heute so, dass die Margin-Regeln so krass sind übers Wochenende, damit einem sowas nicht passiert. Mit 17.000 Euro im Konto mit 40 DAXen zu handeln, ist schon eine Hausnummer, aber die Position war auch normalerweise 3.000 Euro vorne. War aber jetzt nicht so extrem oder nicht so überhebelt, aber der Broker hat ja auch keine Lust, heute 20.000 da irgendwie jemand reinzuschieben, ne? Und was mich damals da drinne bestärkt hat, da habe ich gerade angefangen, das war das erste Jahr, wo wir angefangen haben, den DAX überhaupt zu handeln, öffentlich zu handeln. Macht euch Regelwerke, sucht euch Regelwerke, die ihr dringend einhalten solltet. Und damit sind wir schon an einem Punkt, auf den wir heute zu sprechen kommen werden. Ich starte heute mal mit dem DAX, oder? Mal gucken, was haben wir hier drinne? Nee, ich starte heute nicht mit dem DAX. Ich starte mit, womit soll ich denn starten, Jungs und Mädels, hm? Falls Mädels hier sind. Außer meiner. Lutz, da muss ich an deinen Nachtschrank gehen. Eisfritze, guten Morgen an die Ostseeküste. Okay, wir machen zwei Sachen. Wir starten erstmal den Euro für heute. Und dann schauen wir uns den Euro gestern an, weil gestern ist er hochinteressant. Wir schauen uns hier unsere Marken für heute an und wir machen das mal etwas. Zack, etwas einfach und etwas kompliziert. Die einfache Variante sagt einfach, wenn ich mir das Spiel hier heute mal angucke, würde diese Variante heute dafür sprechen, dass wir da runtergehen, dann da hoch und oben raus. Das wäre die einfache Variante ohne Geschnörkel, ohne irgendwas, weil wir befinden uns, schauen wir uns das an, in was für einem Trend befinden wir uns? Übergeordnet, ganz übergeordnet. Lutz, setzen 6. Baue ich bei den Stereo-Trader ein, dann wird die Geschichte einfacher. So. So. Übergeordnet sind wir ziemlich klar nach oben gerichtet, glaube ich, ist sauber zu sehen, wenn wir uns den 4-Stunden-Chart angucken, haben wir sogar nicht mal einen Trendbruch irgendwie in irgendeiner Form. Wir haben
ab hier grobe Richtung einen Aufwärtstrend. Hier haben wir noch die Abwärtstrenddefinition. Arbeiten wir mal ein bisschen sauberer. So, da haben wir die eine Bewegung und wir haben dann da die zweite Bewegung. Und die zweite Bewegung sollte gehen bis an die 1,1815 und gewesen sind wir bei 1,185. Damit kann die zweite Bewegung abgeschlossen sein. Mach das bitte ein bisschen sauberer als ich hier jetzt auf dem Laptop. Ich mache es für mich nachher auch nochmal ganz sauber. Dann kommt ihr auch auf die ganzen sauberen Marken. So, das Zeitfenster gestern war allerdings um dafür. Diese Bewegung hier ging schneller. Und jetzt dürften wir rein theoretisch A gleich C runterlaufen bis an die 1,1550. Ihr könnt gerne diese Zeichnung, ich mache sie jetzt nur grob, macht sie euch bitte zu Hause auf eurem Rechner etwas sauberer. Und wenn ihr die in 4 Stunden gemacht habt, weil da könnt ihr mehr sehen, dann könnt ihr sie auf den Stundenchart übertragen. Im Stundenchart könnt ihr sie dann nämlich noch sauberer platzieren. Okay? Also, wo habe ich jetzt den Plan für heute? Ich hatte ihn noch schon gezeichnet. Da. Normal sagt man, okay, wir sind long unterwegs. Also, wer das Webinar am 30.06. gesehen hat, wie wir Zielbereiche anwenden, wollen wir ja in die Hauptrichtung handeln. Suchen uns unten die Zielbereiche. Die Zielbereiche haben wir hier. Da, so bis in diesen Bereich hier unten rein und dann nach oben raus, ohne irgendwas zu tun. Jetzt haben wir oben Zielbereiche 1,1793, 1,1804 und ich würde sogar eventuell mal schauen, noch einen hinzufügen. Genau, und da sind wir nämlich an der 1,1837. Ich kann sagen, okay, ich habe ganz einfach, habe ich ja ein Regelwerk. Nach dem Regelwerk sage ich, okay, ich gehe jetzt hier runter, hier unten gehe ich long und da oben lasse ich ihn dann laufen. Oder ich mache meine rote Route. Wir sind ja jetzt schon fast hier unten angekommen und sage, okay, da hoch. Zack. Da hoch, dann darunter und nach dem Webinar vom 30.06., wo wir das ja auch erklärt haben, müssten wir rein theoretisch dann da hoch laufen. Diese Variante würde ich jetzt im Vergleich mit dem Großbild oder mit der Großwetterlage nicht mehr bevorzugen. Ich weiß, das habe ich die letzten 2, 3 Tage auch schon gesagt. Aber wenn ich mir das jetzt hier im Gesamtbild angucke, haben wir das hier nach oben ausgeschöpft. Zum größten Teil. Also sollten für Long erstmal alle Warnlampen angehen. Das heißt, diese Linien hier würde ich kürzen. Und zwar bis circa dahin. Und würde mir hier an die 25, wo nämlich C zu Ende ist, bitte macht es, bitte macht es bei euch genau. Bei mir war es in circa 25. Macht euch da eine fette Linie rein. A gleich C zu Ende. Das Zeitfenster ist schon abgelaufen, dass da oben Schluss sein könnte oder sollte. Da. Also,
Der Verlauf, was haben wir da unten? 1,1754, 1,1754, dann hoch bis Max 1,1823. Und da gehen drei Ausrufezeichen hin. 1,1823, hier oben ist die UFBAS-Linie. Ab da stellt sich mein Gehirn wieder auf Bär um. Bewegung 10 ist bei 1,18 zu Ende. Dankeschön. Ich sage, meine Plattform ist vorhin abgeschmiert und jetzt. Und dann lag ich ja mit meiner Nummer da gar nicht so schlecht vom Gefühl. Dann ändern wir hier den Text. Aufpass bei 1,18, 18. So, ab da sollten wir vermute ich mal schon wieder abdrehen und Richtung wohin gehen? Was hatten wir gesagt? Was würde B gleich D sagen? Wo wollten wir dann hin? Doch 1,1824. Naja, bitte, diese Marke ist nicht auf den Punkt genau zu sehen, sondern erarbeitet euch diese Marke. Macht euch hiervon mal einen Screenshot. So, und die rote Variante runter, na, ab circa 1,18 runter bis 1,1545 und 1,15. So, das ganze Spiel schieben wir mal noch ein Stück weiter rüber. So, und dann können wir nämlich diese Geschichte dann nach unten wegschieben. So könnte ein Verlauf aussehen. Und die dritte Variante ist, dass wir die Schnauze voll haben. Das hier oben hat schon gereicht und wir gehen direkt nach unten. Bitte diese Variante nicht ganz ausschließen. Wie machen wir die? Da machen wir auch Violett. So. Diese hier ist ebenfalls denkbar. Ups, an der Börse kann alles passieren. Auch das Gegenteil. So, das wäre der Plan. Okay, den Plan verstanden? Schön, dass die Marken bei dem einen oder anderen sitzen hier. 1,15, 1,15, 50, die haben wir schon ein paar Tage auf dem Deckel. Das ist auch die alte Ausbruchskante. Okay, also. Dass er das jetzt in einem Rutsch einfach so macht, wie gesagt, kann sein, aber wir sollten sehen, dass wir hier oben erst noch ein bisschen was abarbeiten. Hier oben drüber, über diesem Hoch liegen noch ein paar Stops hier, die könnten gut noch einladend wirken, den Kurs nochmal nach oben zu drücken. Und bitte macht euch eure Zeichnung hier aus dem übergeordneten Chart. Wenn ihr das in 4 Stunden fertig habt, schaltet um in den Stundenchart und dann seht ihr, dass man da noch etwas genauer werden kann.
Sehr, in 4 Stunden bin ich hier ein bisschen daneben. Das könnt ihr hier viel genauer machen, wenn ihr euch durch die Zeitebenen scrollt und das dann immer feiner macht. Dann habt ihr ein genaues Ergebnis. Was ist mit der 1,24? Die 1,24 kommt nach der 1,15. Weil. Wenn wir dann da runtergehen, wenn wir da runtergehen, circa haben wir dann erstmal die dritte Welle, die wir dann ungefähr bis dahin bekommen. Das bestimmen wir aber erst dann, wenn sie da ist, ne? Das Problem, wenn es da ist. Weil die können wir erst einzeichnen, wenn die auch gemacht ist. Vielleicht bremst die auch viel höher. Je nachdem, wo die nächste startet, errechnet sich daraus das Ziel. Und dann hätten wir noch die Möglichkeit, das so hinzukriegen. Und sobald eine Nummer hier etwas tiefer zieht als geplant, diese Korrektur oder diese kann natürlich auch ein Stück tiefer laufen. Wir sind hier bei der 50. Wenn sich diese ganze Geschichte hier weiter nach unten verschiebt, nämlich bis an die 1,15, was durchaus denkbar ist, ich hatte nicht die 1,24, sondern die 1,25 aufgerufen. Dann sind wir hier ungefähr da. Und dann verschiebt sich dieses ganze Verhältnis auch etwas nach unten. Wird diese Korrektur länger? Und dann verschiebt sich dieses ganze Spiel hier schon mal um die Punkte nach unten. Zack, und wir nehmen diese Korrekturwelle dann hier mal raus. Ups. Okay, schade. So, dann wird diese Welle nämlich etwas länger. Und dann gehen wir dahin. Und wenn wir dann diese dahin duplizieren, wieder, was auch dann diesem Hoch hier entspricht, dann landen wir da. Und was haben wir letzte Woche für eine Marke oben aufgerufen? Wo wollen wir hin? Was haben wir letzte Woche gesagt? Wo möchten wir idealerweise oben hin? Wenn das so beibleibt. 1,25, 1,25, 50. Genauso sieht es aus. Und so könnte sich dieses ganze Szenario gestalten. So, ich mache es mal noch etwas größer, damit man es auch erkennen kann. Ich kann es auch anders machen. Ich gehe in Daily. Dann sieht man es besser. Und dann habt ihr größere Kerzen. So, Szenario verstanden? Der Richard und Jens Frauke, schön, alle haben sie 1,25 auf dem Deckel. Genau so könnte der Plan aussehen. Und damit sind wir auch heute genau in der Range,
dass wir sagen, okay, in diesem Fall hier unten sind wir jetzt angekommen. Wir haben es schon 20 nach 8. Wir sind in unserer blauen Kiste angekommen. Da. Und schalten in den 1 Minuten. Und im 1 Minuten würde ich mich jetzt da oben drüber einstoppen lassen. Das würde ich jetzt nicht, weil er läuft weiter runter. Also nehme ich die Stop Order wieder raus. Wir dürfen nur ein Drittel der Position nehmen, weil wir haben ja gerade gesehen, unsere Hauptrichtung errechnet sich heute erstmal short. Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Das letzte Mal hast du gesagt, guck mal, 5 Minuten und Stunde, da sind wir aber ganz klar long. Warum handeln wir denn heute auf einmal short? Genau deswegen habe ich erklärt, warum, wieso, weswegen ich mir das anschaue. Zack. Und den Stop lassen wir da unten liegen. Den Take Profit ziehe ich da hoch. Wenn wir im 5-Minuten-Chart jetzt die Chance haben, und das schauen wir uns jetzt mal an, wir wechseln mal in den 5 Minuten. So, wenn wir im 5-Minuten-Chart jetzt noch die Umkehr bekommen. Vielleicht war ich ein bisschen schnell. Ich habe mit der Eröffnung von der Kerze hier habe ich gestartet. Der Doji hier, der war zu verlockend. Also, wenn wir jetzt über diesen Doji, über diese neutrale Kerze kommen hier, die letzte Kerze, dann würde ich diese Position aufstocken und würde die Hälfte mit 24 Punkten rausschmeißen. Das heißt, da oben drüber sind wir irgendwo bei 60. Dann würde ich hier oben bei der 84, da würde ich 50% der Position killen. Da oben drüber aufstocken. Ja. Gucken wir uns das in 5 Minuten an. Und 50% der Position nehme ich dann hier oben raus. Und zwar mit einer Gegenposition. Okay. Kiste haben wir vor einer halben Stunde oder so was gemalt hier unten. Die bleibt jetzt auch stehen. Die geht dahin und hier oben nehme ich die Hälfte raus. Dann habe ich dort oben mein Tagesziel sicher. Mein Tagesziel ist dann hier oben erfüllt und der Rest läuft BE weiter. BE abgesichert, lasse ich den Rest dann weiterlaufen. Fertig ist die Laube. So, Euro verstanden? Hallo? Manchmal fühle ich mich wie auf einer Hochzeit in Corona-Zeiten als Alleinunterhalter. Genau. Bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. Halbe steht da, super. Okay, alles klar. Das ist mein Szenario und den Rest schmeiße ich da oben raus und dann kann man mittelfristig gucken, ob man sich dort oben eine Short-Nummer holt. Gell? So, kommen wir zum DAX. Dem DAX haben wir bescheinigt eine SKS.
Und an der halte ich nach wie vor fest. Wir hatten einen Plan veröffentlicht. Ich muss es lügen, Montag oder Dienstag, wer weiß es noch? Wann war das? Wir haben auf Slack geschrieben, wir wollten von hier oben runter an die 12.800. Von der 12.800 wollten wir hoch an die 12.980 und ab da wollen wir runter. Idealerweise unter die 12.800 und inzwischen fällt unsere Linie immer weiter, so dass wir langsam auch unter die 12.700 fallen müssten, damit da ein Schub kommt. Das war Montag. Danke, Günther. Günther R. Schön, dass du immer aufpasst. Ich muss mir nur mal schnell Kaffee holen nebenbei, falls die Stimme ein bisschen leiser wird. Aber mein Raum ist ja sehr begrenzt hier. Ich kann man ja trotzdem hören. Okay, also dieses Setup hier, so wie wir das hier haben, halte ich immer noch aufrecht, auch wenn das Zeitfenster jetzt überschritten ist. Warum haben wir diesen Quatsch hier gestern gemacht? Immer in den M15, dann kann man das besser sehen. Gestern war der 29. Warum ist das hier passiert? Das hier. Warum ist das passiert? Aha. Nicht so überschlagen mit den Antworten. Wir haben heute den 30. Gestern war der 29. Wir befinden uns im Großen und Ganzen in einer Abwärtswoche. Und gestern war Mittwoch, Korrekturtag. Danke, Günther. Genau so ist es. Mittwoch ist Korrekturtag und wir befinden uns in einer Abwärtsbewegung, in einer Abwärtswoche. Und in einer Abwärtswoche haben wir mittwochs den Korrekturtag nach oben und in einer Aufwärtswoche haben wir den Korrekturtag nach unten. Und auch die 12.900 haben wir aufgerufen als mögliches Level. Aber viel weiter sollte er nicht laufen, weil wir haben hier haargenau die 61,8 bei 12.890. Die hat er gestern Abend, Spätabend geholt. Und seitdem errechnet sich jetzt hier wieder A gleich C. Und wenn wir dieses C heute machen sollten, die Marke, welche hatten wir unten auf dem Deckel die letzten Tage? Was habe ich gesagt? Wo steige ich aus? Wer weiß es? Was haben die letzten Tage geschrieben? Wo packe ich über Nacht oder so meinen Take Profit hin? Hätte ich gestern besser im Webinar sagen sollen? Okay. Habe ich irgendwas nicht gesagt, dann tut es mir leid. $12.550 ist das Ziel, habe ich gesagt. Mein Take Profit über Nacht. Der Uwe passt auf. Uwe ist neu bei uns und die Neuen passen immer auf. Das ist wie in der Schule. Super. $12.650, $12.640 habe ich gesagt, packe ich mein Take Profit hin. Und da unten haben wir die 12.650. Das heißt, wenn ich heute in
der Position hänge und eine Position laufen lasse, würde ich dort unten einen Take-Profit hinpacken. Einen Streber gibt es immer. Ja, also soll ich dir was sagen? Dieser Streber, der macht Punkte. Wenn ich seinen Worten glauben darf, die er mir erzählt. Und er ist wirklich, er ist gerade seit 4 Wochen oder seit 6 Wochen bei uns in der Community. Und er war eben der Einzige, der wusste, dass ich 2015 hier ein Konto zerlegt habe. Sehr, sehr aufmerksam. So wie ich früher in der Schule. Also, hier auch A gleich C. Und dann gehen wir an die 1250. Und wenn wir diese Marke dann oder diese Geschichte ebenfalls duplizieren. Zack. Dann haben wir danach sogar einen sauberen Rücklauf, der wahrscheinlich nicht so weit gehen wird. Wahrscheinlich, weil wenn wir hier unten drunter fallen, ist die SKS ausgelöst nach Regelwerk. Dann werden wir ziemlich zügig fallen. Und dann wird der Rücklauf bloß bis in diesen Bereich gehen. Ich habe angefangen, diese SKS bei 12.980 zu handeln, habe einen Teil glattgestellt und habe gestern dann wieder einen Teil aufgestockt, auch zu früh. Allerdings mussten die Stops auch dahin, mussten ziemlich hoch und dadurch läuft diese Position auch. Ich habe hier mit diesen Positionen hier, die ich gestern aufgebaut habe, nicht mehr riskiert, als ich vorher mit den Positionen von 12.980 kommend realisiert habe. Das heißt, mein Stop hier liegt so, dass wenn ich hier rausgeflogen wäre, letzte Nacht wäre die Position gegen Null gelaufen. Wir haben bei 12.980 angefangen zu shorten, dann habe ich einen Teil glattgestellt und hier habe ich genau so viel riskiert. Das Risiko hier ist genauso bemessen, dass ich so viel rausschmeiße oder so viel verliere, wie ich vorher mit dem ersten Step nach unten auch verdient habe. Dann wäre das Ganze hier eine Nullnummer geworden. Und wenn er nämlich diese 900 hier nach oben durchschlagen hätte, dann wäre als nächstes Ziel hier oben wieder die 89 über 13.000 gewesen. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt hier plus minus null rausgeflogen wäre heute Nacht, dann wäre das eine Nullnummer und ich hätte das ganze Theater hier oben bei der 12.89 und 13.000 neu gestartet. Es wäre einfach nichts passiert. Das ist das Ausschlaggebende an solchen Geschichten. Und damit haben wir beide Pläne fertig. Der Nelson darf das Webinar gerne öffentlich stellen oder der Florian, wenn er das eine kleine Stück rausgeschnitten hat, um nicht ins falsche Licht zu rücken oder gerückt zu werden, dass ich hier große Position handle, nur um anzugeben oder irgendwelche Leute in größeren Positionen zu überreden. Nochmal alles keine Handelsempfehlung. Nelson hat das am Anfang gesagt. Keine Handelsempfehlung. Das sind meine Gedanken und die werde ich so handeln. Wer uns kennt, der weiß, das, was ich sage, das tue ich auch. Das, was ich euch hier erzähle, das handle ich auch selber genau so, wie ich es hier kommuniziere. Und damit will ich mich heute auch schon verabschieden und hoffe, ich konnte euch ein kleines Stück weiterbringen, ein bisschen an meinen Handelsgedanken teilhaben lassen und hoffe, dass wir uns vielleicht nächste Woche, die Webinare nächste Woche sind, stehen auf wackeligen Füßen. Wir haben das Glück, dass wir in 800 oder 900 Kilometer oder knapp 1000 haben wir jetzt noch auf dem Deckel an der russischen Grenze hoch, haben wir 1 Kilometer vor Russland in Nordkarelien
jetzt eine Agentur gefunden, die nächste Woche mit uns auf Braunbär-Safari geht, so dass wir die Chance haben, nächste Woche Braunbären in freier Wildnis zu erleben und vor die Linse zu kriegen, um sie zu fotografieren. Da wir nicht wissen, wie lange das geht und da die da wir nachts auf Lauerstellung gehen, bitte ich euch um Verständnis, wenn wir das Webinar nächste Woche und die Webinare nächste Woche eventuell kurzfristig absagen müssen. Das muss ich ausnahmsweise mal sehr wetterabhängig machen. Wenn das Wetter schön ist, werden wir auf Safari gehen und dann, wenn ich dann nachts irgendwann zurückkomme, macht es keinen Sinn, morgens um 6 aufzustehen, um das Webinar zu machen, sondern werde ich das abends absagen. Der Teil 2 vom Webinar vom 30.06. ist in Arbeit. Sorry dafür, dass wir uns da ein bisschen verzögern. Der Teil 2 kommt noch, der ist in Arbeit. Die Jungs, die sitzen da dran. Okay? Ja, auch bei Nelson, mein lieber Lotz, wenn wir die Chance haben, nächste Woche Mittwochnacht auf Pirsch zu gehen, um Bären zu sehen, werde ich eventuell auch das Webinar absagen müssen. Das weiß ich aber noch nicht. Das entscheiden wir dann, wenn wir dort sind. Und damit will ich mich jetzt verabschieden und ich hoffe, als Safari werden Reisen bezeichnet. Oh, puha, so klug bin ich nicht. So klug bin ich nur beim besten Willen nicht, aber danke für die Aufklärung. Okay, wir sehen uns dann weiter wieder, wenn wir nächste Woche schlauer sind. In diesem Sinne, und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen, ihr konntet ein bisschen was verstehen. Und in diesem Sinne, schönen Tag, tschüss, tschüss, moin, moin. Danke an Nelson und danke, dass ihr da wart, euer Thorsten. Ich habe zu danken, Thorsten, für das Webinar heute und wünsche natürlich noch viel Spaß dort, wo ihr seid. Hoffentlich könnt ihr ein paar Bären sehen. Wäre schön, wenn du ein paar Bilder dann machen könntest, wenn es klappt. Und natürlich auch allen anderen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein, für das aktive Mitmachen und wünsche natürlich einen erfolgreichen Handelstag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und vielleicht dann bis nächste Woche. Tschüss.